Ich nehme deinen Schwanz mit. Da hinten wäre eine Schatztruhe. Eine Schatztruhe, eine Schatztruhe. Einfach mitten auf dem Hügel. Gut versteckt, findet deswegen keiner. Und dann können wir hier einige Sachen abgeben. Querfeldein, die Abkürzung. Hallo, ich bin wieder da zum Party machen. Die hübschen Ponys. Ja, wo ist denn Böttcher? Da hinten. Böttcher ist auch hübsch. So, pulsierendes Extrakt für dich. Und ein Schwanz. Gut, bis später dann. Ich bin auf der Suche nach Wissen. Was versucht ihr zu finden? Du kannst ja mal die Muscheln aufmachen, ob da welche von euren Schriftrollen drin sind. Aber anscheinend nicht. So. Ah ja, der will auf ein Pferd steigen. So nervös war er seit 300 Jahren nicht mehr. Einen passenden Pferdepartner finden. Dann beim Aufsteigen helfen. Na dann, Auf ich muss mich Wiedersehen. herrichten, bevor es losgeht. Einen Moment. Na gut, genug gebummelt. Es wird Zeit, das perfekte Pferd zu bestimmen. Ach so, der hat sich Protektoren und einen Helm angezogen. Verstehe. Mein Freund, würdet ihr mir bei der Beurteilung dieser Pferde behilflich sein? Es muss das perfekte Pferd sein. Ja, in den Böttcher. Scheint nicht. So, welche haben wir zur Auswahl? Wir haben zur Auswahl entweder Goldie. Wir müssen die wohl erstmal untersuchen. Ah ja, Goldie untersuchen, Speer untersuchen, Avalon untersuchen. Was ist mit dem hier, Papa? Nein, nein, Ioma, nicht das da. Es ist zu unruhig, ja, unruhig. Es würde vermutlich bei jeder schnellen Bewegung erschrecken. Und ihr Tortelaner seid ja bekannt für eure schnellen Bewegungen. Dann haben wir hier. Ich will mal sehen, ob es automatisch das letzte ist. Als nächstes mal Avalon. Das da mag ich. Das finde ich am schönsten. Papa? Das Pferd ist nichts für mich, mein Sohn. Sieh, wie seine Augen blitzen, wenn es mich ansieht. Es will mich verschlingen. Die schauen von Natur aus ein bisschen böse. Nein, nein, Kind. Das kann ich nicht reiten. Es ist zu sprunghaft. Sieh, wie es läuft. Meine alten Knochen halten das Gehopse nicht aus. Wie ist es hier mit Ludwig? Na gut, Papa. Schluss mit den Ausreden. Das Pferd hier musst du jetzt nehmen. Na gut. Ich denke, es wird Zeit. Mein Freund, könnt ihr mir helfen? Na klar. Oh, seht ihr diese Pferde? Majestätische Kreaturen. Ja, du siehst darauf auch gar nicht albern aus. Das wird ein toller Tag. Oh, was nehmen wir denn hier? Ich glaube mal, ich möchte einen neuen Umhang für den Rücken. Na gut, aber ihr kommt zurück, Na oder? gut, Joma. Bring mich zum Trainingsgelände. Ich denke, dort werde ich am schnellsten sattelfest, wie man so sagt. Jetzt will ich mal schauen. Macht er dieselben So, Übungen wie Papa. ich? Halt dich fest. Na gut, ich denke, das geht. Will ich kurz zuschauen? Nein, geht nicht. Zu schnell. Das Vielleicht. Tier ist völlig wahnsinnig. Ja, es ist unglaublich schnell. Nicht loslassen! Nicht loslassen! Nicht loslassen! Mein Gott, ist das schnell. Warte, Joma! Joma, es klappt! Das fühlt sich befreiend an. Du hältst dich super, Papa!
Ja, jetzt reitest du hier. Okay, da ist nichts mehr. Hatte ich dich da vorne noch die ganze Zeit? Ja, ach nee, das ist wieder dieselbe. Ne, wieder die Quest mit 300 Punkten. Das brauchen wir nicht. Der tobende Erdwächter. Das ist natürlich jetzt eine Frage. Das war als Gruppenquest ausgezeichnet. Anschauen können wir es uns auf jeden Fall mal. Vielleicht ist da auch ein weiterer netter Spieler dabei. Ein bisschen tanky bin ich ja schon. Hier gibt es auch noch eine Quest. Hallo, Picknicker. Da muss ich jetzt erstmal Henry Hartke an der... Ich wollte gerade Nippel. Nein, Nebelklippenküste. Hätte ich auch machen. Aber erstmal muss ich hier nach dem Erdwächter schauen. Dem tobenden, wütenden, tobend. Das ist der da oben. Eine Elite mit 136.000 Leben. Elite ist... Könnte heißen, dass er sehr viel Schaden macht. Aber ich versuche das so selten. Sucht Turm da. Es gibt keine bestehende Gruppe. Was steht denn da genau? Seid vorsichtig, ein riesiger Erdkreatur bedroht alle Abenteurer, die ihn aushalten, werden fürstlich belohnt. Da steht sonst nichts Spannendes bei. Was ich aufpassen muss, ist, wenn ich den bekämpfe, dass da keine gelben Pferde in der Nähe sind. Weil wenn ich die aus Versehen treffe, dann werden sie rot. Ja, komm. Guten Tag. Wollte mal mit dir reden. Mal schauen, ob du irgendwann böse Sachen mit mir machst. Sehr geht's. Blenden kann ich dich nicht. Dann bist du immun gegen. Aber bisher geht das. Solange der jetzt gleich nicht irgendwie auf einmal plötzlich eine Enrage bekommt, sollte das zu schaffen sein. Ja gut. Das kannst du natürlich jetzt, was weiß ich, hier mit dem Stoff hier nicht machen. Aber, ja, ich habe nicht wirklich Leben verloren. Das ist natürlich, das hier waren alles Wegsende-Quests. Das heißt, ich will kurz noch einmal zum Anwesen zurück, weil ich die Vermutung habe, dass ich danach nicht mehr dahin muss und auch immer davon weiter wegkomme. Deswegen macht es Sinn, das noch einmal abzugeben. Das Anwesen ist übrigens spannend. Ich habe gehört, dass hier sogar Tortellane auf Pferden reiten können. Ist nur eine spannende Geschichte, der mir einer gezählt hat. Ist nicht so, als ob ich das selbst miterlebt hätte. Esst, trinkt, amüsiert euch. So, ein kleiner Azaritsplitter und du hast nur das mit dem Hufeisen. Das heißt, ich möchte jetzt mal zur Nebelklippe. Keine freudschen Versprecher mehr. Denn da gibt es neue spannende Aufgaben. Ja, okay, den Nebel sehe ich schon. Der wabert hier so ein bisschen rum. Da vorne gibt es auch ein... War ich hier nicht... Ne, das sah wahrscheinlich nur so ähnlich aus. Es gibt da vorne auch ein Rare. Beziehungsweise wahrscheinlich da
obendrauf. Gehen wir erstmal hier hin. Sehr erfreut, eure Bekanntschaft zu machen. Ja, ebenso. Bonusziel. Erstmal finden wir aber die wertvolle Fracht. Wertvoll in Anführungszeichen. Dann mit Hosen befreien. Allzeit günstigen Wind. Da hinten gibt es noch eine weitere Quest. Wie befreie ich die? Mit Grog. Okay, das geht. So, Antemusa töten. Das ist nicht Antemusa. Und du bist auch nur eine Sirene. Dich brauche ich nur für das Bonusziel. Das ist mir relativ egal ist. Ja, okay. Liebe überwindet alles. Ah ne, endlich hat der Gesang aufgehört. Das gibt's ja auch gerne mal bei solchen Quests, dass man versucht, jemanden zu befreien und das nicht klappt und man dann gegen den auch noch kämpfen muss. Machen wir erstmal die Matrosen. Ja, Krabbeldings. Ja gut, jede Sirene bringt 10%. Meine Lust, 20 zu töten, ist eher gering. Können natürlich mal schauen, wie viele man automatisch bekommt. Zum Beispiel könnte auch sein, dass die Saurolisken hier mehr bringen. Mal, ja, toller wäre zum Beispiel bei den Bonuszielen, wenn man da auch wenigstens irgendwas bekommt, nur als Erfahrung. Was weiß ich, ein Azarit-Splitter, ein Gegenstand, Ressourcen, irgendwas. Das würde ja schon helfen. Den hätte ich fast getötet, weil ich so im Rausch war. Wir brauchen noch einen Matrosen. Sehe ich auch da vorne, deswegen laufe ich schon mal in die Richtung. Achso, das muss ich eventuell vorher machen. Hier, trink mal was. Nein, das ist Grog. Okay, hier kann man noch irgendwas einsammeln fürs Bonusziel. Ich laufe Richtung Anetemusa. Das Dumme ist, die Matrosen, für die habe ich jetzt keinen Grog mehr. Sprich, gegen die muss ich immer kämpfen. Da vorne könnte auch die wertvolle Fracht. Nee, das ist auch für das Bonusziel. Ja. Klicken mal an. Für den Fall, dass wir es echt beenden könnten. Da hinten gibt es dann auch eine Schatztruhe. Da vorne liegt was im Wasser. Da laufen wir mal kurz hin. Was wir haben, das haben wir. Oder so. Hatte ich das hier noch nicht angeklickt? Anscheinend nicht. So, bevor ich in die Höhle reingehe. Ach, da ist ja richtig Konzert drin. Ja, dann machen wir mal alle drei gleichzeitig, würde ich sagen.
weil die Matrosen wahrscheinlich sehr schnell umfallen werden. Als Nebeneffekt meiner anderen Angriffe, hoffe ich. Ah, die sind teilweise schon grün. Und alle grün. Nee, deine Untergebenen sind weg. Das sind jetzt meine Diener. In Zukunft werde ich für sie singen. Und so, hier in der Kiste ist allerdings sonst nichts mehr drin. Und es gibt eine Kiste irgendwo. Also nicht die Kisten für das Bonusziel, sondern eine Schatztruhe. Mir gerade zum ersten Mal in der Höhle aufgefallen, dass da ein silberner Pfeil hingezeigt hat. Habe ich das bisher echt einfach immer nur übersehen? Wow. Nee, der hat zwar einen besonderen Namen, hat allerdings hier gerade für mich keinen Zweck. Ich denke mal, dass ich hier nicht hochkomme. Sprich, ich müsste da oben über den, über diesen Übergang drauf. Ist das nicht der Anwesen der Venenzens? Oder ist das etwas, wo ich noch nicht war? Doch, das ist das. Wo kam ich denn hier bitte hoch? Ja, war. Vielleicht muss ich auch hier hoch. Weil das sehr steil aussieht. Ich glaube nicht. Ich glaube, hier ist das nicht so gedacht. Obwohl das halt genauso aussieht, ne? Naja, aber hier kommt man nicht hoch. Bis ich da irgendwann hochkomme, habe ich schon wieder vergessen, was ich überhaupt wollte, glaube ich. Beziehungsweise, wo ich dann oben hin muss. Nee. Lassen wir mal. Ja, jetzt bin ich schon so nah am Bonusziel dran. Wobei, geben die Matrosen mir überhaupt was für das Bonusziel? Die wertvolle Fracht haben wir auch noch nicht gefunden. Nee, ich bin nicht mehr im Bonusziel. Ne? Nee. Wo ist denn die wertvolle Fracht? Die wird mir in diese Richtung da angezeigt. Dann gehen wir auch nochmal da rüber und sammeln unterwegs ein paar von den normalen Kisten ein. Die wertvolle Fracht wird auch irgendwo da vorne sein. Dich und euch beide auch noch. Sogar eben ein bisschen Leben verloren, als ich geschaut habe, wo ich denn eventuell auf den Berg hochkomme. Erstmal noch eine normale Kiste, dann nach vorne ein bisschen zündeln. Machen wir jetzt. Na, war mehr anzünden. Ja, ich guck dein Mädel an. Ach so, das ist so. Ach, ja. Ein modernes Spiel auf jeden Fall. Eine Matrosin. Macht aber auch Sinn. Ist das hier eine wertvolle Fracht? Ah, Petra. Püppchen. Ja, auch wenn sie auf Pferden reiten, begleitet Petra zu ihrem Papa.
Schaurer. Die sehen jetzt nicht aus, als hätten sie, wären sie böse und wollen mich angreifen, wenn ich das versuche. Dafür gibt es dann auf jeden Fall einen Ring. Tschüss! Escort-Quests. Escort-Quests. Irgendwas, was uns angreifen. Lalalala. Kleines Mädchen läuft mitten in die Monster rein. Bisher noch nicht. Vielleicht wird sie da vorne fremde Männer ansprechen. Ach, guck mal. Bleibst du wenigstens stehen, während ich dich will. Nein, natürlich, die bleiben nie stehen. Bei Escort. Ah, okay. Wenigstens noch. Das sind nämlich immer die Schlimmsten, die ja nicht stehen bleiben und dann auf einmal, ja, fehlgeschlagen, du bist zu weit weg. Nimm mich ja kurz alles mit, kleines Mädchen. Ist für dich okay, ne? So, hier, Hand. Stell mir wenigstens keine dummen Fragen unterwegs. Zum Beispiel, warum hat die Krabbe da vorne so Scheren, obwohl die überhaupt nichts mit Papier macht? Ja, das ist der richtige Weg. Muss nur hier kurz mal mit den beiden Damen reden. Verlockende Sirenen. Wahrscheinlich haben die Süßigkeiten. Wo ist noch mein Steuerbord? Gegenüber von Backbord. Du willst auch hier lang, ne? Du läufst nur schön außen rum. Wie es sich gehört, immer auf dem Weg bleiben, damit die Stiefel nicht schmutzig werden. Ich komme gleich hinterher. Dann nehme ich dich wieder an der Hand. Ich gehe nirgends hin. Du gehst wohin, während ich stillstehe. So, los geht's. Ja, geh schon mal vor. Ich lass dich schon nicht alleine. Ja, geh mal einen Schritt vorwärts, dann geht's direkt los. Oh, wo seid ihr? Ich sehe euch nicht mehr. Halt mich mal ganz rechts in der Hoffnung, dass das Ding im Wasser mich nicht sieht. Ich glaube, da drüben ist Papa, ne? Der ohrlose Jens, war der das? Ich glaube nicht, nee. Papa ist noch ein Stück weiter. Wahrscheinlich hier. Sie gehört mir. Sie meint wahrscheinlich die Sirene und nicht Petra. Was ist hübsch? Achso, der Wasserfall. Ich glaube nicht, dass du hier dieses rumliegende Zeug am Ufer meint. Ja, natürlich. Ich will dich zu Papa bringen und du machst zwischendurch noch ein bisschen Zeit ziehen. Guck mal hier. Oh, wie hübsch. Ein Skelett. Willst du doch zum Ohr? Ach, okay. Hallo Petra, auf dem Weg zu Papa. Moment mal. Wenn ich schon hier bin, finde ich aber lustig, dass man das so nebenbei machen kann.
Nein, eigentlich nicht, dass man es abgeben kann. So lustig, dass sie beim Vorbeigehen den anderen NPC registriert und interagiert, der mit ihrer Quest ansonsten eigentlich nichts zu tun hat. Vorne gäbe es dann auch nur er. Das war Papi. Sieht genauso aus wie die Matrosen, die so Wache stehen, wie da, wo wir sie abgeholt haben. Papa, Papa! Ja, habe ich doch gerne gemacht. Bringt der Wind Neuigkeiten? So, dann will ich aber auch gleich Belohnung. Erstmal Level up. Und hier nehmen wir jetzt. Okay, nee, wir hätten hier einen Ring. Da haben wir noch einen 158er. Ja, also Handschuhe brauchen wir noch nicht. Petras Freundschaftsring. Viel Glück! Der wird auch natürlich direkt angelegt. Wo ist der Wehr? Der Wehr ist wahrscheinlich da im. Da. So, dann machen wir den hier davor, dass der uns nicht in die Quere kommt. Ich könnte auch mal kurz meine Waffe erneuern. Ja, ne? Squirgle. Ich habe da ein Wörtchen mit dir zu reden. Ich hab gehört, du machst böse Sachen. Eine Blitznovaka, das bist du. Wie kann ich die unterbrechen? Solange wir das castet, ist das wahrscheinlich etwas, was ziemlich weh tut. Normalerweise, wenn etwas so lange castet, dann bedeutet das, du tust gut daran, es zu unterbrechen. Ach, da draußen kämpft noch einer mit. Der ist allerdings weg. Und war auch nicht wirklich so schwer. So. Dann würde ich doch mal sagen, wir gehen hier zum Angelpunkt, Dingsi. Können wir mit etwas Glück sogar an der Küste machen? Gibt natürlich immer die Gefahr, dass man dann nicht mehr hochkommt am Punkt, wo man rauskommt. Ich habe mal Wasserscheiter gemacht für den Fall, dass es hier keinen Weg gegeben hätte. Ich werde hier versuchen, sicherheitshalber rechts hochzukommen. Drunter, wenn das unten ist, kann ich immer noch wieder runter. Aber vielleicht muss ich da an Land für sein. Tschüssi. Das sieht nämlich aus, als. Ja, okay, die Wachen machen das schon. Die Wache auch. So. Ich schaue gerade mal, wäre ich hier aus dem Wasser rausgekommen, da wäre ich hier lang gekommen, dann hätte ich wahrscheinlich hier irgendwie rüber. Ja, spätestens hier wäre ich rausgekommen. Was ist denn hier los? Unsere Kinder werden krank. Was verursacht diese Krankheit? Impfen! Also. Ich bitte beruhigt euch allesamt. Wir tun, was wir können. Wir finden ein Heilmittel und ebenso die Ursache. Ja, also ich meine natürlich nicht impfen gegen die Krankheit, sondern nein, diese Krankheit wird durch Impfen verursacht. Man sollte seine Kinder niemals impfen. Ich diene den Gezeiten. Und Gift, nee, Milch ist Gift. Das auch noch. So, wir brauchen auf jeden Fall ein bisschen Seetang, ein Pergamentmündel und ein wenig Robbentran. Und daraus machen wir eine Schriftrolle für Wendet euch Tortefahne. nie von Herold, der See lasst die ab. Faxen. Wir brauchen euren Segen für die Jagd. Es Ja. tut mir leid, Rosalinde, aber ihr müsst warten.
Heute haben wir mit Dringenderem als der Jagd zu tun. Können wir kurz schauen, ob der jetzt wirklich das Schiff segnen geht. Geht er nicht. So, und wir hatten noch das andere, was anderes bekommen. Ah ne, das sind einfach die drei Sachen, die gibt es hier irgendwo. Die scheinen hier rumzuliegen. Zumindest das hier. Robbentran. Warum leuchtest du? Verkaufst du eins von den Sachen? Wer die See achtet, ist mir willkommen. Ja, kein Seetank. Alles so krank, um 9 zu sammeln. Das ist jetzt... Okay, es steht hier als abgehakt. Wahrscheinlich heißt das dann aber nur, ich habe versucht und werde ihm mitteilen, dass es keinen mehr gibt. Und dann werde ich das sammeln müssen.